So, Freunde, es geht los. Wir trennen uns hier bei mir gerade von unserem Zuhause und gehen auf große Reisen. Keksi weiß noch nicht so ganz, was er tun soll. Jetzt, er wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, entweder versuchen, irgendwas zu zähmen oder weiß ich nicht. Das überlasse ich ihn. Und Noah hat Bescheid gegeben, es ist Abfahrt. Aber vorher packe ich noch das Rohfleisch in den Kühlschrank. Fuck. So. Jetzt ist Tag, jetzt brauche ich das Feuer nicht. So, Freunde. Wünscht mir Erfolg, dass wir es irgendwie schaffen. Von, ich zeig's mal auf der Karte, von da nach da ganz oben zu kommen. Hallo. Wünsch mir Erfolg. Das Gefährliche wird sein, wenn ich unterwegs anhalten muss wegen Wasser und sowas. Das wird das Gefährliche werden. Ich werde mich auch gleich mal schön vom Land fernhalten, damit mich hier im Wasser nicht großartig was angreift. Ja, das wird jetzt ein bisschen langweilig. Ein bisschen epische Musik wäre jetzt nicht schlecht, aber naja. Wir fahren dann 80 Tagen um die Welt. Ich hoffe, ich komme auch so rein, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin auf jeden Fall richtig. Also immer geradeaus. Halt, ich habe ja vergessen, das Boot steuert da genau dahin. Ah! Ah, du hast ein Boot gebaut. Vielleicht. Oh, da ist ein Hai. Nirgends ein Flugsaudio. Doch, da hinten. Delfin. Oh Gott. Immer geradeaus zum Arsch der Welt. Ottoline ist versorgt. Und scheißt mir auf meinen Transporter. Ich hätte mir was mit dem Motor bauen sollen. Achso, das Floß muss ja auch irgendwie angetrieben werden, oder nicht? Ich hüpfe eigentlich bloß in der Gegend rum. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, weiß ich nicht.
Was würdest du machen, wenn ich jetzt da wäre? Nichts. Ja, eben. Du kannst ja vorsichtig versuchen, mit Isabella was zu erkunden. Wenigstens so ein bisschen. Ich fliege jetzt in das Eisgebiet. Ja, zum Beispiel. Du musst ja nicht Riesendinge machen. Du kannst ja auch vorsichtig entweder Mir zwischenlanden. scheißegal, wenn die verdeckt oder nicht. Hauptsache, ich will jetzt auch mal was entdecken. Ich sitze hier schon seit Stunden da und mach nichts. Ja. Ah! Eben. Verschwendet Lebenszeit auf Doom. Ich schwöre dir, wenn du jetzt verdeckst, ne? Ich warte nie wieder auf irgendwas, wenn du jetzt stirbst. Was greift mich denn da gerade an? Ah! 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 Ein Wal! Was habe ich dir denn getan? Ich hab dir doch nichts getan. Was willst du denn von mir? Lass mich doch in Ruhe. Ich muss ins flache Wasser. Es nützt nichts. Mein Floß ist gleich kaputt. Wo ist Oskar? Oh nö, ich bin so gut wie tot. Ich warte jetzt Stunden auf irgendwas und jetzt ist das kaputt. Das ist unfair. Und ich war noch nicht mal ansatzweise da, wo ich hin wollte. Das hätte so toll werden können. Das war jetzt verschwendete Lebenszeit. Ja. Mich hat ein Wal Wirklich. angegriffen. Die friedliebendsten Tiere auf der Welt, die greifen mich natürlich an. Scheiße. Okay, kommen wir erkunden jetzt was. Nö, ich mache jetzt was alleine. Ja, dann mach. Wo bist du? Wo kommst du jetzt her? Mein schönes Boot. Was hattest du jetzt eigentlich heute vor? Ich wollte mit dem Boot hierher fahren. Damit wir dann einen Seeweg haben, um halt mal hierher zu kommen. Du weißt schon, wir können schnell reisen, oder? Ja, verlieren wir aber unsere Ausrüstung und unsere Viecher. Ich wollte halt mal. Ah, vergiss es. Gut. Jedes Mal, wenn wir in der Folge irgendwas zeigen wollen, wird's ein Riesenfail. Wir sollten es lassen. Ich warte jetzt seit Stunden auf etwas und es ist Und es wird von einem und Wal zerstört. Ich weiß. Ich bin genauso deprimiert. Das fuckt mich jetzt nicht so ab. Das ist von einem verfickten Wal zerstört, oder? Aber ich warte seit Stunden auf irgendwas, sitze bloß rum und mache nix. Ich steck mich jetzt gar nicht auf. Ja, was wollen wir denn schönes mal? Jetzt gucke ich mir erstmal an, was Keks hier schönes geworden ist. Das sieht nämlich sehr, sehr gut aus. Jo. Das wäre perfekt gewesen. Warum? Nein. Scheiße. Wie konntest du eigentlich einen Kühlschrank machen ohne Kristall? Eine Kühltruhe. Pass auf, ich zeig dir das. Ich stelle jetzt mal hier eine her, weil hier brauchen wir auch eine. Ach, eine Kühltasche? Oh, ich bin so gut wie tot. Super. Ich wollte erstmal ein bisschen Fleisch. Haben wir noch irgendwo was hier? Glaub schon. Oh. Nope.
Ich hab die Fresse so dicke. Warum muss das Spiel uns bei allen anderen funktioniert das? Wenn die mit Booten waren, das funktioniert. Oh, bei mir. Ich werde von einem Dreckswal angegriffen. Ja, wobei, ich glaube, ich erkunde erstmal die Insel. Ich werde von einem Dreckswal angegriffen. Von einem Drecksviech der Drecksviecher. Und jetzt ist sowohl Otto tot. Vielleicht auch wegen Otto. Aber andersrum, Otto stand auf Passiv. Bin ich mir ziemlich sicher. Es war so schön. Mann. Ja. Ich hasse mein Leben gerade. Stein, 10 Stroh. Ein Triceratops! Ich will es jetzt nicht sehen, das geht schief. Reicht die Ausdauer bis da drüber? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hole jetzt erstmal Fleisch. Ich hab die Fresse dicke hier. Jedes Mal, wenn du denkst, du hast in diesem Spiel irgendwas erreicht, dann kommt das Spiel und fickt dich in den Anus. Hier zu leben wäre tödlich. Wieso? Hier sind ganz viele Falkenviecher und Skorpione. Warte mal ganz kurz. Ja. Gute Nacht. Jeden Abend kommt sie hier rein. Das ist doch nicht mehr normal. Nee, halt Isabella, nein. Ausdauer. Ja, Skorpione. Natürlich Sind die auch Gift. gefährlich? Ich glaube ja, ich glaube, die können uns sofort vergiften. Oh. Und dann ganz hinterlistig umnieten. Ja, ich sollte abhauen. Bye, bitches. Bitches, please. Das erste, was ich mir jetzt hier ziehen werde, ist Triceratops. Ich brauche wieder ein Lastentier hier, damit wir hier arbeiten können. Andersrum, das Haus steht. Yep. Wir sind relativ gut ausgerüstet. Würde lieber so ein Flugteil, Sam, ist viel gescheiter. Ja, werde ich auch tun. Bist du wieder hier in der Nähe? Yep. Gut, dann komm mal rein. Pass auf. Hier haben wir eine Räucherkammer. Kenne ich. Hier schmeißen wir das Fleisch rein.
Oder irgendwelche Beeren. Ja. Und dann dazu ein bisschen von diesem Zündpulver. Ja. Und schon wird das Dann kühl wird's gehalten. geräuchert. Nein, kühl. Geräuchert. Ja, aber vor allem es hält dadurch länger. Kenne ich. Habe ich schon gehabt in meinem Haus. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, so hatte ich es auf dem Boot, so hätte es halt länger halten können. Vor allem ist es halt relativ schnell hergestellt. Funktioniert aber nur bei Fleisch, ne? Bei Bären nicht. So, ich mache jetzt erst ein paar Pfeile. Ich mache jetzt erst ein paar Pfeile, damit ich wieder so ein paar. Was brauche ich denn für Pfeile? Damit ich ein paar. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich weiß es nicht. Fasern, Feuerstein und Stroh. Was habe ich nicht? Feuerstein. Wollen wir dann hinmarschieren oder wollen wir hinfliegen? Hinfliegen. Maschine ist, glaube ich, so gewählt. Ich glaube, der erstbeste Wurf niedert uns um. Dann fliegen wir. Ich mache jetzt ein paar Pfeile, damit ich mir so viel überhaupt von Himmel holen kann. Also ein paar Bolas wären vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Das will ich machen. 63 Pfeile ist meine Ansage. Wie sieht es mit Narkosemittel aus? Haben wir 18 Stück. Ich betäube dann einfach. Ich Gut. brauche nur. Halt, da haben wir noch Ein paar einen. Bolas. Bolas kann ich 41 erstellen. Ich mach mal 10, 15. Aber ich habe doch meine gesamte Ausrüstung hier damals nach dem Schnellreisen ab oder vorm Schnellreisen abgelegt. Das heißt, sie muss ja irgendwo noch sein, genau wie mein Wasserschlauch und hast du nicht gesehen. Das muss ja alles irgendwo geblieben sein. Was habe ich ja nun nicht mit in die alte Wohnung genommen? Was ist denn das? Ein Iguanodon. Iguanodon, pass auf. Das hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon gekillt. Das greift mich jetzt aber nicht an. So, vergammeltes Fleisch haben wir genug. Wir brauchen nur ein paar Narkobären. Dann hole ich mir auch noch schnell ein paar Betäubungspfeile. Sicher oder Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das ist doch alles scheiße. Das heißt, du kannst mit so einem Boot wieder nur Kurzstrecken machen, ja? Du kannst damit nicht mal eben. Wahrscheinlich hätte man das nicht alleine machen sollen. Wahrscheinlich hätte einer beistehen müssen und den Wal abschießen müssen von oben. Weil Flugsaurier alleine ist, funktioniert einfach nicht. Nicht nur. Auf kurze Distanzen, so wie jetzt, ja. Das ist doch. Hast du das Motorboot? Ganz einfaches Floß. Also. Soll trotzdem gehen, oder nicht? Ich meine, ich habe ja nur niemanden provoziert. Auf Höhe? Warte mal. Habe ich mal eine Map? Ja. Guck mal da, auf Höhe, wo ich schon war. Ich hätte jetzt nur noch einmal gerade hochgemusst. Dann wäre ich da gewesen. Ich wollte noch schnell aufs Land zu und hoffen, dass ich den Wal da abschütteln kann. Tja, na, das ist zerstört. Aber immerhin, wir haben unsere Homebase jetzt einmal komplett umrundet. Aber guck mal, wir sind komplett die Insel. Also unsere Homebase an sich ist eine Insel. Umrandet vom Wasser.
Ich bin ja schon hinten bei den Eisklötzen. Okay, Und aber so schnell da bin ich noch ist nicht. dieses Ding, was mir ein bisschen Angst macht mit diesen Zähnen. Kurz erstmal, was ich skillen kann. Und es läuft weg. Stimulanzen nützt mir nichts. Ein Grabstein bräuchten wir vielleicht langsam. Geil. Mach ich. Dann werde ich nicht so sterben wie beim letzten Mal. Fallschirm. Ein Hai. Oh ja. Das ist echt scheu. Und ich habe gedacht, das ist voll das Vieh. Was los? Ein Fiumia. Aha. Oh, es ist betäubt. Und wird ersticken. Wahrscheinlich. So, ich habe ein paar Betäubungspfeile, also. Och, da war es gerade eben eins. Och, Mann. Ich schau mal, ob hier bei mir jetzt eins ist. Fliegen nämlich ein paar Viecher rum. Aber halt vor allem viele Triceratops. Seit wann auch immer die hier sind. Vertun wir uns doch nochmal so ein Vieh, aber nicht jetzt. Irgendwann mal. Weil rohes Fleisch haben wir genug. Jetzt müssten wir ja einfach mal so einen Iguanodon über den Weg laufen. Das wäre einfach gerade mal der Hammer. Warum? Das könnte ich mit der Bola genauso zähmen. Das Das kann, ist echt, glaube der ich, ist gerade eben eins bei mir. Wo bist denn du? Du bist schon bei den Gletschern. Da ist Oskar. Ist Oskar in der Nähe von dir? Da bin ich. Da. Da bist du. Wollen wir es probieren? Mein Spiel hängt schon wieder. Wo ist denn das Iguanodon? Ich würde dir gerne zeigen, wenn ich mich bewegen könnte. Ja, ich muss mich kurz immer nur einloggen. Hier, ich sehe schon. Das ist ein Morshops. Hier ist ein Dodos. Aber wo hast du hier einen Iguanodon gesehen? Ich gehe mal zurück zu Norbert. Und dann zeigst du es mir mal. Nee, zu Oskar. Folge mich. Ich hoffe, du hast Oskar auf Passiv. Ja. Gut. So, ich versuche ihn mit der Bola. Da! Oh, ruhig, ruhig. Ruhig, Blut. Bleib da. Ja, ja. In Kopf. Gut. Das braucht, glaube ich, Bär nur Fleisch. Wozu, hast du Narkotikmittel dabei? Ja. Gut. Ich habe jetzt einfach mal Fleisch rein. Kannst du mal googeln? Ja, ich schmeiße jetzt mal ein paar Bären rein, zur Vorsicht. Ich würde sagen, Bär nur Fleisch. Weil irgendwie gezähmt ist es schon zu 1,8. Ich google mal schnell.
Und wir kommen zurück, Leute. Meet oder? Ach, sieht doch wieder kein Mensch. Das ist Dino, dieses. Pflanzenfresser. Ich bin ja gerade eben im Dschungel gelandet. Ist das ein Pflanzenfresser? Also Bären. Ganz einfache Nummer. Ich hab den jetzt nicht erwischt, oder? Doch. Nein. Doch, doch. Nein, den des Triceratops. Meine ich. Ach so, nein. Gut. Was denn? Schon gut. So, also Fleisch frisst er nicht. Der frisst die Meobären. Na gut, wenn es weiter nichts ist, dann gehen wir. Dann gehen wir wieder sammeln. Ne? Was bringt es für jetzt genau? Der ist halt relativ. Hat sehr, sehr viel Ausdauer, ist aber trotzdem schnell. Und halt auch viele Bären jetzt. Und vor allem halt auch für uns vielleicht ganz interessant irgendwann mal auch viele Samen. Also ich finde, man sollte es schon zähmen. Wenigstens haben. Nur mal so, hatte ich nicht mal. War ich nicht in der Nähe Wasser? Da hinten, ne? Ja, hier. Und da oben ist eine kleine Wasserquelle. Ist mir scheißegal, ich brauche Wasser. Ja, da oben ist eine kleine Wasserquelle. Ich sage es nochmal. Hab's. Ich musste meinen Wasserschlauch nicht mal wieder nachfüllen. Lieber gehst du den komplizierten Weg statt den einfachen Weg. Mir doch egal. Ja, das ist mir schon klar. Wie heute so mit dem verfickten Floß, ne? Ja. Hilfe, wo sind wir denn jetzt wieder? Ach, da hinten. Wahrscheinlich laufe ich gerade den komplett falschen Weg und verrenne mich komplett. Alter, ich bin hier schon mitten im Wald. Da sind wir. Ups. Ja gut. Ja gut. Das habe ich zu spät gesehen. Ah, der ist relativ schnell gezähmt schon, ne? Ja. Ich glaube, wir brauchen die Narkotikmittel gar nicht. Ich nehme hier mal die Narkobären. Wie wollen wir ihn denn nennen? Weiß ich nicht. Ja, ich bin für Vorschläge offen. Ich habe dich heute lange genug enttäuscht, jetzt bist du dran. Ja, mir ist es eigentlich egal, wie er ist. Was ist das überhaupt? Weiblich. Weiß ich nicht. Ah! Aus. Ups. Was ist jetzt? Mein Telefon. Hallo Ursula. Mann, hast du große Ohren, hast du eine große Möpse. Eine große Mopse. Gibt's
Ist dafür auch ein Sattel? Bin mir sicher, aber ich glaube, ich habe den sogar schon geskillt. Parasau-Satteln. Nö, gibt's nicht. Hä? Musst du doch, du Igu. kannst ihn doch Ah, aber doch, da. reiten. I nee, habe ich noch gar nichts gehört. Passt schon. Iguanodon-Sattel. Passt schon. Da, egal. Iguanadon. 50 Fasern, 15 Holz, 80 Leder. Ich gehe den mal zusammen craften. Jo. Haben wir noch Leder oder müssen wir das erst erfahren? Ich habe hier noch Leder, 200 Stück. Gib gleich her. Danke. Raptorsattel, Pulmon, irgendwas Sattel, Iguanodon Sattel. Einmal herstellen. So, wo ist jetzt so ein Flugding? Es wäre natürlich eh schön, dass jetzt irgendwo bei uns in der Nähe landen würde, weil das Fleisch habe ich nämlich sowieso auf Lager. Primitiv-Iguana, das musst du doch irgendwann mal ausplussen können, oder nicht, wenn das Primitiv hier alles ist. Hast du das Narkosemittel? Nein, nein, es ist noch in dem drin. Da geht gerade einer runter. Den hole ich mir. Du bleibst am Iguanodon. Und ich zähm den. Ich habe nämlich auch Betäubungspfeile, Gott sei Dank. So ist eigentlich immer noch dieses Säbelzahn-Ding. Säbelzahntiger. Nee, kein Tiger. Das Ding, was ich heute gesehen habe. Was soll ich wollte sagen? Säbelzahntiger, Keks, alleine? Oder so ein Pronto. Das war einfach. Keks, ich brauche die Betäubungsmittel. Nein, die kommen wieder zurück. Chanel. Ich habe hier nämlich ein Palagoris. Und weiter, was ist das? Das lese ich dir sofort vor, bloß ich habe nichts mehr zum Betäuben. Auf jeden Fall ein Fleischfresser. Glaube ich. Adblocker erkannt. Ernährung Fischfresser. Was? Dank seiner
Seine Möglichkeiten zu fliegen, laufen und auf der Wasseroberfläche zu schwimmen, ist Palagoris eines der vielseitigen Reittiere der Insel. Dies hat jedoch auch Nachteile, denn die gleitenden Füße von Schwimmhäuten und Palagoris erlauben sich, auf der Oberfläche des Ozeans zu manövrieren, verhindert ist, dass er Beute an Land angreifen kann. Dies könnte seine Beliebtheit bei den Überlebenden limitieren. Ja, aber es kann fliegen. Es ist ein Fischfresser, das heißt, normales Fleisch frisst er gar nicht. Nope. Ja, dann leck mich. Willst du dich zähmen? Nö. Wieso? Wo soll ich jetzt Fisch herkriegen? Ja, wo wird man jetzt wohl Fisch herbekommen? Als ob ich so der große Fischer bin. Ist eine Ente. Was bist du denn? Was ist das denn? Was ist ein Pelagoras? Der lässt sich gar nicht. Er lässt sich auch nicht zähmen. Das ist doch zum Heulen hier. Organisches Polymer. 11 Stück. Ja. Oh, ich habe jetzt so ein Carbonemis kleingekriegt. So eine Schildkröte. Ja, das weiß ich ja. Die sind relativ leicht. Was Ne? fressen die denn? Das sind, glaube ich, Bären. Oh. Bären. Urlaub. Hier sind noch jede Menge. Nun, wie soll ich sagen? So eine Lisas laufen hier ganz, ganz viel wild rum. So, ich will jetzt hier so eine Isabella oder sowas will ich jetzt hier haben. Wie weit ist der Iguana dran? Fast fertig. Das ist geil. Haben noch keinen Namen. Gundi. Da sitzt eins. Fast vor deiner Fresse. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich. So, jetzt ganz schnell. Wuff, wuff. Keks kommt mit den Betäubungsmitteln her. Zu Oskar. Jetzt Moment, ein ganzes Schild hier. Das war. Ich wollte es gerade aufgeben, dann kommen die Viecher. Ich brauche Narkobären. Der Sattel von denen war auch nicht so teuer, ne? Komisch, nur mit Bären lassen sie sich alle betäuben, aber fressen halt selber nur Fleisch.
Hier rennt ein Raptor rum, das passt mir. Soll ich es wagen? Was? Auf einen Raptor zu schießen? Du kannst es ja probieren. Sondern dann mit diesen Narkosepfeilen drauf schießt, ist ja alles okay. Der ist geflüchtet. Das war kein Raptor. Der ist einfach noch zu gar nichts gezähmt, der frisst aber Fleisch, ne? So eine Isabella. Ja. Ist einfach noch gar nicht gezähmt. Zu 0%. Ja, du musst jetzt erst warten, bis sie Hunger hat. Ist mir schon bewusst. Oskar, was rennst du hier eigentlich so durch die Gegend? Das ist jetzt die Olga. Dann komm mal gleich her mit Olga, dann kriegst du den Sattel von mir. Wir hätten Fisch gehabt. Schön zu erfahren. Ich hänge hier zwischen irgendwas. Wo Irgendwie ist der gefällt es Sattel? mir hier noch nicht in unserem Gebiet. Hallo, Olja. Und? Geil, ne? Hab ich zu viel versprochen? Uiuiui. Der ist schnell und ausdauernd. Ja gut. Ich glaube, den können wir ganz gut gebrauchen, oder? Ja. Was hab ich zu dir gesagt von Anfang an? Wir brauchen einen Iguanodon. Und du mal, wofür? Wofür? Hier brauchen wir halt. Ich habe halt gehört, man braucht's. Wofür, weiß ich nicht. Aber wenn man in Anfängen Tipps hört, man braucht so ein Vieh, dann kann es ja nicht verkehrt sein. Ja, die Benommenheit geht ganz schön runter. Bewusstlos. Was? Kuh. Fruchtsamen im Inventar. Okay, alles klar. Was wär's denn bewusstlos? Die Olga. Was hast du denn jetzt hier gemacht? Ausdauer. Ja gut, die muss man halt puzzeln. Sorry. Oder. Pass auf, dass sobald sie denkst, dass du sie auf passiv stellst, ne? Gleich machen. Mag ich gar nicht.
Hä? Hm? Ah! Nimm die aus dem Feuer raus! Was machst du denn da? Ich, du hast das Feuer gebaut. Und du hast Olga dahin geschoben! Hä? Na, die wird doch nur nicht eben von da hinten nach hier Ich hab's nirgends, gelaufen. ich hab's nirgendwo hingeschoben. Ich war gerade eben da, falls du nicht gesehen hast. Die ist denn da hingekrochen irgendwie? Ist bewusstlos und folgt mir. Bleibt weiter. Gut. Okay. Kann man machen. Kannst du absolut machen. Dann bleib hier und wärm dich auch am Feuer. Wir nehmen immer noch auf, ne? Ja. Wollen wir vorhin langsam mal beenden? Ja, Freunde, wir sehen uns dann das nächste Mal bei Ark. Wenn es dann hoffentlich nicht wieder so katastrophal, aber immer wenn wir auch nehmen, wird es katastrophal. Von daher, wir sind in der neuen Zone. Wir werden mal schauen, ob wir uns jetzt das Eis erobern und das Spiel von hinten in den Arsch fisten. Also, wir sehen uns das nächste Mal, immer in den letzten Worte. Moment, Frapstar aus ist. Weil mein Festplattenspeicher voll ist. Also, ciao.